Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich. Neue Runde, neues Glück hier bei Match My Trade. Ja, und Glück hatte ich auch mal wieder, dass ich letzte Woche nicht den Totalverlust verkünden musste. Mal wieder. Ich mache das echt nicht mit Absicht. Der arme Marco, der wird sich bestimmt auf die nächste Vertretungsrunde freuen. Auf jeden Fall danke, Marco, an dieser Stelle, dass du immer den schwarzen Peter übernimmst. Aber im Großen und Ganzen läuft es bei uns ja echt rund. Die zwei kleinen Fehlgriffe, die ändern nichts an unserer echt soliden Performance. Aus 1.000 Euro haben wir schon 3.869 Euro gemacht, also ein Plus von 386% und das wohlgemerkt erst seit Ende Mai. Auch der letzte Trade, den wir hier sehen, der zahlt da ganz gut ein. Der Endlos-Turbolong auf den DAX hat fast 45% eingebracht. Gekauft haben wir zu 2,58 Euro und heute Vormittag zu 3,74 Euro verkauft. Der DAX, der hat am Freitag bei 11.694 Punkten geschlossen. Ihr habt euch übers Wochenende Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte, wo der DAX diesen Freitag womöglich stehen wird. Und ihr seht ihn um etwas über 100 Punkte fester bei 11.806 Punkten im Durchschnitt. Einige von euch können sich sogar etwas über 12.000 Punkte vorstellen. Die pessimistischste Schätzung, die liegt bei 11.450 Punkten. Sven zum Beispiel, der kann sich zwei Szenarien vorstellen. Fallen wir nachhaltig unter 11.600, sehe ich den DAX nächste Woche bei 11.300. Er favorisiert allerdings ein anderes Szenario, und zwar eine leichte Erholung auf 12.050 Punkte. Übrigens auch das höchste Kursziel für diese Woche. Ronald sieht den DAX knapp unter 12.000 Punkten, genau gesagt bei 11.978 Punkten. Die DAX-Erholung setzt sich fort, aber nur mit kleinen Schritten und immer wiederkehrenden kleinen Rücksetzern. Fast genau dasselbe Kursziel, das nennt auch Didi Kingsman, und zwar 11.979 als das 38,2 Retracement der Abwärtsbewegung von 11.656 zu 11.560 Punkten, also mal wieder ein rein charttechnischer Ansatz. Carsten trifft mit seinem Kursziel genau die Mitte, 11.800. England, Italien, Handelskrieg, Konjunktursorgen, Sommerflaute, ja, da kommt tatsächlich einiges zusammen. Der Dominik, der sieht das Ganze dennoch konstruktiv. 12.034 Punkte, der Aufwärtstrend ist zu sehen und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Schönes fast Schlusswort. Wir müssen natürlich jetzt noch unseren Trade hier absetzen. 11.807 Punkte, also unser durchschnittliches Kursziel hier für den DAX am Freitag. Und da bekommen wir folgende Produkte vorgeschlagen. Wir nehmen natürlich, wie abgemacht, immer die Nummer 1. Und das ist in diesem Fall mal wieder ein Turbo-Long-Zertifikat, in dem Fall mit der WKN SR0DVR. Briefkurs aktuell 2,61 Euro, Geldkurs 2,60 Euro, Basispreis 11.473,72 Punkte. Gut, das wird jetzt gleich mal eingebucht und die Daumen sind gedrückt. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche dann ausgeht. Nicht vergessen, ab Freitag, und die Betonung liegt auf ab Freitag, könnt ihr wieder abstimmen für den Trade für die nächste Woche. Ihr könnt euch auch gerne das ganze Wochenende dafür Zeit nehmen und erst am Montag, am frühen Vormittag eure Schätzung abgeben, weil am Wochenende passiert ja auch oft nochmal was Unvorhergesehenes, ich sage nur Trump-Tweets etc. Von daher nehmt euch da auch ruhig Zeit, aber nicht vergessen, abstimmen wäre ganz wichtig, weil dann nehmt ihr auch automatisch an unserer Verlosung teil. Ende des Jahres verlosen wir ja ein Jahresabo für das Anlegermagazin Der Aktionär. Und natürlich brauchen wir natürlich eure Kursziele, damit wir hier was Anständiges traden können. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis nächsten Montag.